Entspannt in den Ruhestand gehen und das ganz ohne Finanzsorgen. Das scheint für viele beim Anblick auf den aktuellen Rentenbescheid nur eine Wunschvorstellung zu sein. Aber das soll tatsächlich möglich sein, sagt zumindest unser heutiger Finanzexperte Christian Lange. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen, denn wer im Alter keine Geldsorgen haben will, braucht einen Plan, Weitsicht und ja, natürlich auch ein wenig Disziplin. Das heißt für Sie, liebe Zuschauer, Sie brauchen vor allem ein gutes Konzept, das Ihnen einen entspannten Ruhestand ermöglicht. Hört sich ja eigentlich plausibel an, aber dann kommen einem während der Planung die verschiedensten Fragen auf. Zum Beispiel, wie erstellt man so ein Konzept für den Ruhestand überhaupt und wie geht man eigentlich am besten dabei vor? Und genau hier hört die Planung bei den meisten dann auch schon wieder auf, denn viele sind an dieser Stelle schon überfragt. Genau deswegen werden wir heute Abend das Thema Ruhestand gemeinsam mit Christian Lange in Angriff nehmen. Und falls Sie sich fragen, wer heute Abend moderiert, ich bin Jana Buch und Sie können mich bei Fragen jederzeit über den Chat kontaktieren. Und am Ende des Webinars haben wir sicherlich auch die Zeit, die ein oder andere Frage unserem Experten live zu stellen. Und jetzt will ich auch nicht mehr lange drum herumreden, sondern unseren Referenten direkt begrüßen. Hallo Herr Lange, ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Einen schönen guten Abend, Frau Buch. Ich freue mich ebenfalls. Einen schönen guten Abend, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hallo, Herr Lange, Sie sind Certified Financial Planner beim VZ Vermögenszentrum. Möchten Sie unseren Zuschauern kurz mehr über Sie und Ihre Arbeit erzählen? Sehr gerne. Also, ich bin gebürtiger Schweizer. Ich glaube, das ist unschwer zu erkennen. Da werde ich schnell entlarvt. Ich bin seit über 20 Jahren beim VZ Vermögenszentrum. Als Certified Financial Planner kümmere ich mich um private Finanzplanungen für anspruchsvolle Privatkunden und zum Teil Firmenkunden. Ich bin in der Geschäftsleitung unserer deutschen Gesellschaft. Was wir alles für Dienstleistungen anbieten, da kommen wir dann im Verlauf des Webinars nochmal mehr dazu. Ich freue mich auf jeden Fall, Ihnen heute Abend ein paar handfeste Tipps mit auf den Weg zu geben aus der Praxis für Ihre Praxis. Ich freue mich aber auch darüber hinaus, vielleicht auch weiterhin behilflich sein zu können, durch Expertenrat in persönlichen Gesprächen. Dazu später mehr. Einen schönen guten Abend aus München. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, dann sind Sie wohl wirklich der richtige Experte, wenn es um das Thema Ruhestand geht. Und ich würde sagen, legen wir auch direkt los. Herr Lange, sind Sie startklar? Dann übergebe ich Ihnen jetzt auch den Bildschirm. Ich bin startklar. Sie können mir die Bildschirmrechte übertragen. So, jawohl. Dann müsste jetzt bei Ihnen ankommen. Die Anfrage kommt. Habe ich angenommen. Jetzt müsste mein Bildschirm auch schon erscheinen. Ja, genau. Wir sehen Ihren Bildschirm. Passt alles wunderbar. Sehr gut. Also, dann wir haben als Thema die finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand. Ich möchte, nachdem ich ja schon ein paar einleitende Worte zu mir gesagt habe, das gleich überspringen und Ihnen vorab, bevor wir in den Inhalt kommen, noch sagen, wer VZ ist und was wir den ganzen Tag machen. Ein etwas anderer Weg, den wir beschreiten, wie so viele andere Anbieter in Deutschland. Wir sind Berater, beraten gegen Honorar und wir sind Begleiter, Vermögensverwalter und bewirtschaften Gelder unserer Kunden. Wir haben keine eigenen Produkte, wir haben keine Provisionierungen, dementsprechend haben wir keine Interessenskonflikte, die uns falsch motivieren können und die Empfehlung in die eine oder in die andere Richtung verfälschen, sondern es ist so, dass wir direkt von Ihnen bezahlt werden, wie ein Steuerberater oder ein Rechtsanwalt, dafür, dass er für Sie Ihren Platz einnimmt und für Sie quasi die richtigen Lösungen im Gesamtmarkt evaluiert. Seien das Altersvorsorge, Planungsthemen, das sind so unsere Lieblingsdisziplinen, die planerischen Altersvorsorge, die langfristige oder Ruhestandsplanung, schon für den etwas älteren Kunden, der konkreter beim Zeitpunkt der Erwerbsaufgabe, dem sich nähert. Sie haben ein bestehendes Wertpapierportfolio und wollen dazu eine Zweitmeinung, eine Analyse. Sie haben Liquidität aus einer Lebensversicherung, Erbschaft, Immobilienverkauf etc. und wollen einen konkreten Anlagevorschlag. All das sind Themen, wo Sie uns ansprechen können. Darüber hinaus übrigens auch für betriebliche Vorsorge, für Nachlassplanung, Erbenschenken. Das sind Themen, wo wir ebenfalls unser Know-how haben, was wir Ihnen gegen Honorar entsprechend anbieten können.
Auf der anderen Seite rechts sehen Sie quasi Umsetzungsmöglichkeiten. Wir selber haben auch eine Bank und wir können 1:1 auch die Umsetzung vollziehen mit Wertpapieren, sei das im Bereich der Vermögensverwaltung. Für unterschiedliche Vermögensgrößen haben wir auch unterschiedliche Konzepte mit Fonds, mit ETFs, mit Einzelwerten. Wir haben auch Anlagelösungen für etwas kleinere Vermögen, für im Aufbau befindliche Vermögen, für Sparpläne, sei das ohne steuerliche Förderung, ein klassisches ETF-Vermögensverwaltungsportfolio, sei das mit einer steuerlichen Vorteilhaftigkeit im Bereich der Basisrente, wo wir weiterhelfen können. Wir machen auch eine Depotberatung, wo wir Umschichtungen empfehlen, mit Ihnen abstimmen oder wir geben Ihnen auch die Möglichkeit, unser Kontodepot zu nutzen. Alle Ausgabeaufschlags oder alle Investmentfonds in Deutschland zugelassen sind, ohne Ausgabeaufschläge einzukaufen im Bereich unserer Depotführung. Sie haben eigentlich die gesamte Spielwiese, die wir Ihnen anbieten können. Lassen Sie uns sprechen, um die richtigen Auswahl für Sie zu treffen. Wir machen das seit nunmehr 27 Jahren in der Schweiz gegründet, 1993. Und heute verwalten wir im Bereich der Vermögensverwaltung über 25 Milliarden Euro, gehören so zu den gewichtigen Player, zu den allergrößten unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Wir beschäftigen über 1100 Mitarbeiter, alles Festangestellte, über 30 Standorten in der Schweiz und in Deutschland. In Deutschland sind wir in München als Hauptsitz, zudem in Nürnberg, in Frankfurt und Düsseldorf vor Ort vertreten. Heutzutage und gerade die letzten 12 Monate verstärkt erreichen Sie uns aber auch überall natürlich online, sei es über Videobesprechungen oder auch Telefonate. Wir gehören uns selbst, das ist ganz wichtig, damit wir unsere Unabhängigkeit auch dauerhaft leben können. Wir müssen unsere geschäftspolitischen Entscheidungen nicht von irgendwelchen Investoren abhängig machen. Ganz großer Unterschied zu vielen anderen vermeintlich unabhängigen Mitbewerbern im Markt. Wir können selber bestimmen, in welche Richtung die Dienstleistungen weiterentwickelt werden, ohne Fremdbeeinflussung. Das sind ganz wichtige Voraussetzungen, um quasi ein seriöser, ein langfristiger, unabhängiger Ansprechpartner zu sein für mitunter das Wichtigste von Ihnen, für Ihre Gelder, das Altersvorsorgekapital und Ihre Substanz für die Geldanlagen. Dass wir keine Interessenskonflikte haben, weil wir nicht von der Produktseite bezahlt werden, habe ich vorher schon erwähnt. Das würde ich da auch so einmal nochmals bestätigen wollen. Nehmen Sie das mit. Sie werden von mir keine Produktempfehlung bekommen. Und wenn, dann nicht, weil ich daran was verdiene. Wenn wir uns über die finanzielle Unabhängigkeit im Alter unterhalten, dann müssen wir uns nochmal anschauen, wer in welcher Phase des Lebens ist. Wir haben zunächst mal, ich versuche das eben so noch etwas zu highlighten, wir haben hier die Startphase, die Ansparphase. Da geht es darum, dass man Vermögen aufbaut, die beginnt eigentlich direkt nach dem Berufseinstieg mit den ersten Einkommen, kann die beginnen, beginnt meistens tief und muss ratierlich über die Jahre aufgebaut werden, um irgendwann in Richtung Zeitpunkt der Erwerbsaufgabe das Zepter etwas enger in die Hand zu nehmen, um das Vermögen bewusst zu strukturieren, auf den Ruhestand auszurichten, weil in der nächsten Phase gewinnt dieses Vermögen eine ganz andere Bedeutung. Sie wollen davon leben. Der absolute Regelfall ist, Renten sind kleiner als die Ausgaben, als die Lebenshaltung. Das heißt, das Delta muss irgendwo gefüllt werden, wenn man entsprechend den Lebensstandard aufrechterhalten will, was sicherlich jedermanns Ziel sein sollte. Das heißt, dafür ist das Vermögen da, aber ich illustriere das nachher noch anhand von Beispielen. Es muss auch richtig vorbereitet werden, damit Sie davon leben können, um so sorgenfrei in die Ruhestandsphase überzugehen. Und das ist ganz wichtig, sich so nochmal klar zu machen, wer in welcher Phase ist. Die Empfehlungen, die müssen pro Phase in dem Sinne unterschiedlich ausfallen, weil die Zielsetzungen, die Rahmenbedingungen einfach andere sind. Und jetzt haben wir so einen Frontal-Vortrag. Ich sehe leider nicht, wer Sie sind und in welcher Situation Sie sind. Ich kann nicht mit Ihnen einen Austausch in dem Sinne führen. Die wenigen Mittel, die mir zur Verfügung stehen, würde ich aber sehr gerne nutzen und Frau Buch bitten, die
Teilnehmerumfrage zur Kundensituation einzublenden. Eine von zwei Umfragen, die wir Ihnen zumuten. Und ich würde Sie sehr bitten, dass alle hier mitmachen, um mir ein bisschen einen Eindruck zu geben, wer auf der anderen Seite der Bildschirme sitzt. Vielen Dank. Genau, liebe Zuschauer, jetzt sind Sie gefragt. Und zwar möchte Herr Lange von Ihnen wissen, in welcher Lebensphase Sie sich denn aktuell befinden. So, Sie haben 4 Antwortmöglichkeiten. Und zwar sind Sie unter 40 Jahre alt, dann befinden Sie sich in der langfristigen Ansparphase. Sind Sie zwischen 40 und 55 Jahre alt, dann befinden Sie sich wahrscheinlich in der mittelfristigen Ansparphase. Wenn Sie zwischen 55 und 65 Jahre alt sind, dann befinden Sie sich wohl in der Übergangsphase. Und sind Sie über 65, dann befinden Sie sich wahrscheinlich schon im Ruhestand und in der Ruhestandsphase. Nutzen Sie noch die Gelegenheit, mitzumachen. Ich würde die Umfrage auch bald schließen, aber Sie haben noch ein bisschen Zeit. Dann werden die Ergebnisse auch gleich übertragen. So. 3, 2, 1 und dann würde ich die Umfrage auch gleich schließen. Lange, können Sie mich hören? Ich kann Sie jetzt wieder hören, ja. Jetzt höre ich aber nichts. Frau Buch? Sie mich? Ja. Jetzt gerade wieder mit dem Sie mich. Leider konnte ich jetzt nicht hören, aber die Rückfrage vielleicht können ein paar Teilnehmer Ihnen eine Rückmeldung geben, ob ich gut zu hören bin, weil wenn ja, dann kann ich einfach den Ton wieder übernehmen. Wenn Sie die Ergebnisse einblenden würden, dann kann ich diese vielleicht gerne noch kurz kommentieren. Herr Lange, können Sie mich jetzt hören? Jetzt kann ich Sie sehr gut hören. Okay, da war irgendwas mit meiner Internetverbindung wohl nicht richtig. Genau, sehen Sie denn jetzt die Ergebnisse? Ich kann auch die Ergebnisse sehen, jawohl. Also, genau, und was ich sagen erkenne, Sie dazu? Ja. Ich erkenne, das ist eine ziemliche Gleichverteilung, gerundet. Wir haben eigentlich in jeder Phase Teilnehmer dabei. Hochspannend, ich glaube, ich werde für alle was dabei haben, aber es ist gut zu wissen für mich, dann muss ich die Schwerpunkte nicht irgendwo konkret darauf beziehen. Das ist gut zu wissen, ich behalte das so im Blick und werde die weiteren Ausführungen quasi an jede der hier anwesenden Gruppe richten können. Ich werde das versuchen, in meinen Ausführungen entsprechend zu unterscheiden. Genau. Ja, vielleicht können wunderbar. Sie die Umfrage wegnehmen, dann gebe ich nochmal schon einen Überblick, was ich dann vorhabe, was ich vorbereitet habe für die, genau, für die kommenden Minuten. Hier sehen wir die Agenda. Ich möchte zunächst einmal vielleicht allgemein sagen, worauf es dann eigentlich ankommt im Ruhestand, um dann ein paar Anlageklassen, die beliebtesten Anlageklassen der Deutschen, um zu denen noch mal ein paar Worte zu sagen, sei das für den Vermögensaufbau oder sei das für die Ruhestandsphase. Tagesgeld, Immobilien, Lebensversicherungen, schrägstrich Rentenversicherungen oder der Wertpapierbereich. Um dann aufzuzeigen, wie wir vorgehen, um im Ruhestand Einkommen zu generieren, um das für den Kunden auszuzahlen. Und dann möchte ich zum Abschluss die Gelegenheit nutzen, aufzuzeigen, was wir weiter für Sie tun könnten, wenn Sie ein entsprechendes Interesse haben. Ich mache einfach weiter, Frau Buch. Wenn jetzt die Sprachübertragung meinerseits nicht gut wäre, dann geben Sie mir einfach Ihnen ein Zeichen. Dann würde ich mich auch separat über einen anderen Zugang einloggen. Wenn ich so nichts weiter höre, gehe ich einfach mal davon aus, dass das soweit passt. Wann, genau, das passt alles.
Ja, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht Okay. unterbrechen. Das passt alles, genau. Es war von meiner Seite das technische Problem wohl. Okay, da bin ich froh. Dann mache ich gleich da weiter. Wann kann ich mir die Erwerbsaufgabe leisten? Ich kann nicht Ihnen heute Abend sagen, wenn Sie die Schwelle erreicht haben an Vermögen oder an Alter oder an Einkommen, dann haben Sie es geschafft. Das ist eine sehr individuelle Frage. Es kommt eigentlich auf zwei Themen schwerpunktmäßig an. Das eine Thema ist die Höhe der Finanzausstattung. Und zwar der Gesamtfinanzverhältnisse. Wie viele Rentenansprüche habe ich? Was steht dem gegenüber für einen Ausgaben? Gewohnheit dafür, Lebenshaltungskosten. Und wie hoch ist das Delta? Kann dieses Delta aus dem Vermögen gedeckt werden? Ist genügend Finanzvermögen vorhanden, um ein solches Delta langfristig zuverlässig zu decken? Ganz wichtig, dass man dort die Gesamtkonstellation analysiert und individuell hinterfragt, um eine Aussage zu treffen. Und nicht nur die nackte Volumenzahl ist ausschlaggebend, sondern zusätzlich auch die Zusammensetzung. Sehr plakatives Beispiel, wenn Sie Millionär sind, aber das sind Sie, weil Sie einen wertvollen Oldtimer und meinetwegen einen Picasso an der Wand hängen haben, dann bringt Ihnen das nichts, um eine Einkommenslücke zu decken, weil von dem können Sie nicht monatlich leben. Wenn Sie eine komplette Liquidität haben, dann in der gleichen Größe, dann wäre die Situation eine andere, da gibt es wiederum andere Nachteile. Aber da merken Sie daran, die Zusammensetzung ist auch ganz entscheidend, wichtig, auch das zu hinterfragen, ob das zusammenpasst. Und ich möchte das jetzt Stück für Stück so durchgehen. Anfangen möchte ich mit einem Zahlenbeispiel. Ich will Sie damit nicht schocken. Ich will Ihnen aber die Realität, Entschuldigung, möchte ich Ihnen ungeschönt aufzeigen. Viel erschrecken, wenn Sie diese Zahlen sehen. Ich mache mal ein Zahlenspiel und diskutiere, was Sie für einen Geldbetrag benötigen zum Zeitpunkt der Erwerbsaufgabe, um langfristig 1.000 Euro monatliches Einkommen zuverlässig zu, also daraus zu finanzieren. Eingebaut ist noch eine 2%ige Inflationsanpassung. Das am Rande bemerkt. Das kompliziert, macht die Rechnung ein bisschen komplizierter, aber 1.000 Euro monatlich langfristig finanzieren, was wird dafür benötigt? Und das dürfte den einen oder anderen von Ihnen etwas erschrecken. Ich sage, wir brauchen, ich blende gleich eine Faustformel ein, 250.000 bis 300.000 Euro Grundstockkapital, um 1.000 Euro monatlich langfristig finanzieren zu können. Das ist eine Faustformel, die Sie mal mitnehmen können. Und natürlich variiert das ebenfalls von unterschiedlichen Parametern abhängig. Sei es, wie lange muss das Kapital halten? Wir sehen ganz rechts drüben, wie die Situation ausschaut, wenn Sie sagen, ich will das Kapital für meine Familie langfristig in der Substanz erhalten. Es darf nichts verzehrt werden. Sie also nur aus den Zinsen, aus den Erträgen, die 1.000 Euro plus Inflation speisen wollen. Da kommt es darauf an, wie hoch ist die Rendite, die man damit erreichen kann. Und dementsprechend braucht es aber nachher viel, viel mehr Grundkapital, knapp 400.000 bei 4% Rendite. Oder wenn Sie sagen, nee, das Kapital darf sukzessive in der Substanz auch verbraucht werden, dann kann etwas weniger Kapital eingesetzt werden. Aber um die Größenordnung 250.000 bis 300.000 Euro wird die Antwort liegen. Mit dem müssen Sie rechnen. Also es ist schon ein langer Weg zu gehen. Das ist mal so die eine Betrachtung, eine einfache Zahl. Jetzt interessiert Sie oder muss Sie persönlich interessieren. Sie müssen sich Gedanken machen, wie Ihr persönlicher Anspruch ist, welche Lücke Sie haben und was Sie tun können, um diese Lücke zu füllen. Und da können wir einerseits für die etwas Jüngeren, also für die erste und zweite Gruppe in der ersten Umfrage, etwas bieten mit einer digitalen Unterstützung, wo Sie schon mal eine erste Indikation bekommen, wie sich diese Verhältnisse darstellen. Und je älter, je näher man am Ruhestandszeitpunkt ist, oder wenn der schon quasi die Gegenwart darstellt, dann reicht
aus meiner Sicht so eine digitale Grobrechnung nicht mehr. Dann muss es persönlicher, individueller und etwas umfangreicher werden. Aber mal der erste Schritt, der ist schon mal hier aufgezeigt. Wir haben selber eine App entwickelt, die letztes Jahr erschienen ist, am Markt erschienen ist, im Sommer Wind. Den finden Sie unter dem Google Play Store oder auch im Apple Store unter dem Namen Wind. Was macht er? Wir fragen Sie ab, was Sie eigentlich für unterschiedliche Rentenansprüche haben. Gesetzliche, betriebliche, private Renten, wann Sie in Rente gehen wollen, was für Inflationsannahmen man machen kann und vor allem aber, was Sie für eine Wunschrente haben. Von dem hängt es ab. Nicht nur, was Sie für Einnahmen bekommen, sondern was wünschen Sie eigentlich am Ende dann zu decken. Und dann rechnen wir hoch zum Ruhestandszeitpunkt und zeigen Ihnen exakt auf, wie sich das verfügbare Einkommen zum Zeitpunkt X dann darstellt und wie viel Ihnen fehlt, um diese Wunschrente zu erreichen. Und dann im nächsten Schritt quasi wird hinterfragt, was müssen Sie tun, um diese Lücke zu schließen. Also wenn Sie die Sparrate von 100 auf 250 Euro erhöhen, wie verändert sich dann diese Lücke? Und da gibt es auch noch einen Expertenmodus, sehen Sie auf der rechten Seite grob skizziert. Da können Sie alle Parameter auch individuell nochmals beeinflussen. Damit können Sie gut mal ein bisschen arbeiten und sich einen Eindruck verschaffen, einen ersten Eindruck verschaffen, wie die Altersvorsorge-Konstellation in Ihrer persönlichen Situation ausschaut. Auf der linken Seite habe ich mir jetzt erlaubt, den Direktkontakt zu dem WINZ-App noch zu notieren, sei das der Barcode, den Sie gerne einlesen können über die Fotofunktion von Ihrem Smartphone oder auch, wenn Sie unten über winz-vorsorge.de online quasi die Webseite ansteuern, dann haben Sie dort auch alle relevanten Informationen. Das als digitaler Helfer für eine schnelle, aber durchaus umfassende Hilfestellung. Diejenigen, die schon etwas näher sich mit dem Ruhestand beschäftigen, also weniger Jahre, 3, 5 Jahre Vorlauf haben, vielleicht bis zu 10 Jahren Vorlauf haben, die sollten eigentlich einen Schritt detaillierter sich damit beschäftigen. Und dann machen wir, ich nehme da gerade einen anderen Stift, um das etwas besser zu markieren, da machen wir eine sehr detaillierte Kalkulation. Ich habe das illustrativ mal rausgenommen für dieses Jahr. Wir hinterfragen, welches Erwerbseinkommen Sie haben. Renten haben Sie noch keine, weil Sie arbeiten ja noch. Aber Sie haben schon gewisse Mieteinnahmen und da kommen vielleicht noch andere Quellen hinzu, insgesamt Einnahmen. Wir schauen, wie sich das über die Zeit entwickelt. Irgendwann wird das Erwerbseinkommen wegfallen und durch Renten ersetzt. Im Zweifel aber geringere, sodass hier auf dieser Zeile das Einnahmenniveau absinkt. Auf der anderen Seite müssen wir uns die Ausgaben anschauen für die Lebenshaltung. Das ist nur ein Block, der vermutlich relativ konstant bleibt, einfach durch Inflation sich erhöht, aber grundsätzlich in der Substanz erhalten bleibt. Auf der anderen Seite gibt es Versicherungsbeiträge, die wegfallen. Es gibt Finanzierungsbeiträge, die irgendwann wegfallen, wenn ein Darlehen vielleicht getilgt ist. Eben auf der Versicherungsseite fallen Lebensversicherungsprämien oder sowas weg. Dementsprechend verändert sich die Ausgabensituation und auch das versuchen wir eins zu eins schön abzubilden, inklusive der steuerlichen Situation, um Ihnen ein Bild zu geben über die Lücke, über das Delta. Und das ist die entscheidende Zeile, auf die wir aus sind, die wir errechnen wollen. Und wir erkennen, jetzt gibt es noch weitere Vermögensbildungen ein paar Jahre und hinter dem spitzen Bleistift versteckt ist dann schon das erste Minus, was Sie auf der rechten Seite sehen, wenn man in Erwerbs- oder wenn man in Ruhestand übergibt, den Erwerb aufgibt, dann sinkt quasi der Balken ins Minus, das heißt, die Ausgaben übersteigen die Einnahmen. Jetzt kommt hier hinten vielleicht noch einmal eine Lebensversicherung zur Auszahlung, die ich während dem Berufsleben angespart habe auf 65. Ich war aber schon mit 62, habe ich aufgehört zu arbeiten. So, deswegen gibt es da eine Unregelmäßigkeit, bevor man dann in den regulären Lauf, in die Unterdeckung reinkommt. Und das ist per se nicht gut oder schlecht, ein solches Bild wie da rechts, sondern wir müssen es erkennen, dass eine Einkommenslücke vorhanden ist. Wir müssen wissen, dass diese Einkommenslücke nun durch ein Vermögen gedeckt werden muss.
Und wir müssen auch wissen, dass die Einkommenslücken stark schwankend sind, wie das hier schon mal illustriert wird. Da gibt es unzählige Möglichkeiten, Schwankungen im Alltag zu erzeugen. Da gibt es noch verschiedenste Aspekte zu berücksichtigen. Und wegen dieser Schwankungen müssen wir darauf achten, dass die Flexibilität bei der Geldanlage hoch ist. Ob die Substanz des erarbeiteten Vermögens ausreicht, das sehen wir dann quasi in dem unteren Block, wo wir auch das Vermögen mitführen, wo wir sagen, was besteht an liquiden Mitteln, was sind illiquide Vermögenswerte, um gesamthaft quasi zu untersuchen, reicht es? Und wir sehen dann auch, wenn wir es richtig darstellen, ob die liquiden Mittel reichen für den langfristigen, für die Deckung des Lebensunterhaltes oder ob es irgendwann eine Liquiditätsschere gibt, Liquiditätsengpass. Weil das ist, das kann ich Ihnen mit dazu sagen, eine der häufigsten Folgen, was ich in den letzten 20 Jahren immer wieder gesehen habe, ein sehr immobilienlastiges Vermögen, wo viel Vermögen da ist, aber wenig Flexibilität. Und wenn Sie doch mal eine große Reise machen wollen oder eine größere Anschaffung machen wollen, dann müssen Sie theoretisch einen Gartenanteil oder eine Küche rausverkaufen. Das geht natürlich nicht, sondern Sie können nur ganz oder gar nicht entscheiden. Mit einer Finanzierung im höheren Alter wird es ja auch immer schwieriger. Deswegen muss das weitsichtig geplant werden, um die Substanz richtig zusammenzusetzen. Und das ist auch hier nochmal zusammengefasst. Es gibt das magische Dreieck der Geldanlagen mit Liquidität, Flexibilität, mit Risikosicherheit und Rendite. Es gibt keine Anlage, die alle drei Aspekte verbessert, sondern Sie müssen immer irgendwo in der Wechselwirkung Abstriche bei einem anderen machen. Eine sichere, jederzeit liquide Anlage, die wird nicht gut rentieren. Und wenn Sie Rendite wollen, dann müssen Sie mehr Schwankungen in Kauf nehmen oder eben eine längere Bindung eingehen. Das ist einfach der Zusammenhang der Kapitalanlagen, den die Finanzen.net-Zuhörer in der Regel auch gut schon kennen. Steuern ist im Ruhestand meistens nicht mehr so das Hauptthema, aber Sie werden auch im Ruhestand im Zweifel noch mit dem Finanzamt weiterhin zu tun haben. Viel wichtiger ist jedoch das Thema der Gebühren geworden in den letzten Jahren. Durch das abgesunkene Zinsniveau haben wir insgesamt etwas geringere Renditeerwartungen. Das heißt also, dass Gebühren einen höheren Bestandteil der Rendite ausmachen und damit stärker ins Gewicht fallen. Also wenn wir Rendite erhöhen wollen, dann sollte man auch darauf schauen, dass man unnötige Gebühren vermeidet und das bei allen Geldanlageentscheidungen. Es liegt ungeheuer viel Kapital in Deutschland auf Tagesgeldern rum. Und das letzte Jahr hat das Ganze noch viel extremer gemacht. Es ist sehr viel Geld in Immobilien investiert. Deutschland ist Weltmeister, leider nicht im Handball, aber bei Lebensversicherungsverträgen. Es gibt mehr Lebensversicherungspolicen-Verträge als Bundesbürger. Das gibt es sonst in anderen Ländern nicht, diese Relation. Zeugt von einer guten Vertriebsmannschaft in dem Bereich. Ob das sinnvoll ist, werden wir gleich auch nochmal sehen. Oder Wertpapiere. Das sind eigentlich so die Hauptkategorien, mit denen Sie sich beschäftigen müssen für die Altersvorsorge, die Ruhestandsfinanzierung, wo Sie die Vor- und Nachteile etwas rausschälen müssen für die jeweilige Situation, Aufbauphase, Annäherungsphase, Ruhestandsphase. Und das kann ich jetzt heute Abend leider nicht sehr detailliert ausführen, aber ich möchte die wichtigsten Punkte nennen. Lassen Sie mich plakativ in den Raum stellen, Tagesgeld ist keine Lösung. Tagesgeld ja für einen kurzfristigen Puffer, für eine kurze Orientierungsphase, aber das ist am Ende des Tages Geldvernichtung, nicht nur, weil es keine Zinsen mehr gibt, sondern wenn Sie Tagesgeld halten, zinslos, dann müssen Sie auch die Inflation, die mittelfristig wieder irgendwo um die 2% vermutlich werden wird, müssen Sie abziehen. Das heißt, Sie haben eine laufende Realrendite, die deutlich minus ist, was Sie mittelfristig sehr, sehr stark spüren, dass Sie aus 100.000 Euro heute nicht in 10 Jahren nicht mehr das Gleiche kaufen können wie heute. Ganz aktuell ist Inflation kein Problem, da haben wir andere Sorgen, aber das wird wieder eins werden. Tagesgeld ist keine Altersvorsorgelösung, sondern nur ein kurzfristiger Parkplatz zur Orientierung, um von dort aus in die richtigen Vehikel zu gehen.
Immobilien, sehr beliebt, die eigengenutzte Immobilie. Die eigengenutzte Immobilie verfolgt aber andere Aspekte als jetzt die rein wirtschaftlichen. Deswegen nehme ich die hier jetzt mal außen vor, sondern ich spreche hier von der Immobilie im Ruhestand als das vermietete Objekt, die Renditeimmobilie, wo ich Mieterträge generieren will. Und da, klar, muss man schon mal festhalten, eine Immobilie kann ich mir nicht für 15.000 Euro ins Portfolio legen, sondern da muss ich größere Geldsummen investieren, um kleine monatliche Mieterträge zu bekommen. Es erfordert also viel Kapital, viel Grundvermögen. Das heißt im Zweifel auch einen sehr hohen Immobilienanteil. Und je größer das Vermögen, desto größer kann man auch dort streuen. Aber Klumpenrisiko bei Immobilien ist immer ein Risiko, was man nicht vernachlässigen darf. Immobilien sind keine Einbahnstraße. Wir sprechen sehr positiv über die Immobilien der letzten 10 Jahre, weil die Wertentwicklung eigentlich fast nur eine Richtung kannte, zumindest in den Ballungsgebieten fast nur eine Richtung kannte, nach oben. Es wurde teurer und teurer. Wenn man mal die laufende Rentabilität anschaut, dann wird dieses euphorische Bild allerdings nicht bestätigt. Da hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ganz klar festgehalten, dass es 50% der Immobilien gibt, die keine 2%, zum Teil sogar negativ laufende Rendite haben. Ein Fünftel ist so mittlere Rendite von 2-4% und wenige Immobilien gibt es, die eine hohe laufende Rendite abwerfen. Der Durchschnitt overall liegt aber immer bei 1,3%. Jetzt haben einige von Ihnen schon gesehen, hier unten steht aber Studie aus September 2014. Das macht aber nichts. Die ist in dem Sinne von der Aussagekraft her nicht veraltet, weil sich diese Relation nur in eine Richtung bewegt hat, nämlich die hat sich eher noch was verschlechtert. Wieso? Wir haben in den letzten 10 Jahren massive Preissteigerungen gesehen. Sie sehen auf der rechten Seite jetzt zum Beispiel konkret für München bis 2019, dass die Kaufpreise sich um 140% angehoben haben. Dementsprechend, also es ist schön für denjenigen, der investiert war in dieser ganzen Zeit, wenn es jetzt materialisiert und verkauft. Wer das vermietet, der hat festgestellt, dass seine Miete nicht um 140% gestiegen ist, sondern die ist im Durchschnitt hier um 55% angehoben worden. Auch schon heftig, aber für Sie als Investor, für den Ruhestand, wo Sie Einkommen sichern wollen, ist entscheidend die Relation zwischen dem eingesetzten Kapital, dem Euro, was ich in die Immobilie stecke und binde, und zu dem Geld, was ich monatlich rausbekomme und auch hernehmen kann für den Lebensunterhalt nach Abzug von Instandhaltung, Rücklagen und so weiter. Und je schneller die Kaufpreise ansteigen, wenn sie schneller ansteigen als die Mieten, heißt es, dass die laufende Rendite weiter absinkt. Und das muss man sich einfach bewusst sein. Eine Immobilie ist keine Einbahnstraße. Das gibt nicht nur Gewinner bei Immobilieninvestitionen, zumal der Erwerb enorm teuer ist mit 10-15% Kaufnebenkosten. Es geht hier schon sehr viel Geld weg und stellt keinen Gegenwert dar. Das ist eine teure Anschaffungs- und Nebenkosten, die zu berücksichtigen sind. Ich mag Immobilien, ich halte auch Immobilien, aber man muss es sehr bewusst machen und man muss sich klar machen, dass das nicht alle Probleme löst. Die Lebensversicherung oder hier Rentenversicherung als Einkommensquelle funktioniert ja so, dass Sie der Versicherungsgesellschaft ein Kapital überlassen und davon nachher laufend einen Rentenertrag bekommen. Also Sie tauschen Kapital gegen Rente, haben keine Flexibilität mehr, die Hoheit geben Sie ab. Sie können nicht mal mehr, mal weniger rausnehmen, was ich schon mal etwas bemängel im Hinblick auf die Ruhestandsphase, wo wir Flexibilität brauchen, aber es ist bequem und Sie bekommen einen konstanten Ertrag, also ein konstantes Einkommen. Die Rentabilität, die sieht meistens sehr schwierig aus, beziehungsweise im Vorfeld kann ich Ihnen die Rendite nicht sagen. Die Rendite hängt davon ab, wie alt Sie werden, wie lange Sie die Monatszahlung erhalten. Erst dann können Sie die Rendite wirklich errechnen. Das sehen wir hier nochmal. Wir bezahlen der Versicherungsgesellschaft einen Einmalbetrag und bekommen nachher in Blau sukzessive jeden Monat eine Scheibe zurück, die noch zu einem Anteil versteuert werden muss. Das heißt also, am Ende des Tages ist das eingesetzte Kapital abzüglich der erhaltenen Renten
lange negativ und wird zum Zeitpunkt der statistischen Restlebenserwartung, ganz pauschal sage ich jetzt mal rund um die 90, weil es ja noch Assekuranzzuschläge gibt, ab dort dreht das vom Roten ins Grüne. Das heißt, ab dann haben Sie in meinem Beispiel 100.000 Euro eingezahlt, die 100.000 Euro zurückbekommen und je länger Sie nun die Rente beziehen, da entsteht nun ein positiver Ertrag. Sie bekommen mehr von der Versicherung, als Sie eingangs zur Verfügung gestellt haben, vor 25 Jahren, vor 30 Jahren. Das kann Sinn machen für Leute, die wenig Basiseinkommen haben und eine bequeme Basis an Einkommen zu erreichen. Aus wirtschaftlicher Optik hängt es wirklich von der Alterssituation ab. Muss man sehr genau hinterfragen, für welche Situation und für welche Größenordnungen das in Frage kommt. Pauschal lohnen tut sich eigentlich für diejenigen, die 90 und älter werden. Last but not least haben wir noch den Sektor der Wertpapiere. Auch da nur ganz kurz, die Idee ist eigentlich ein Wertpapierportfolio aufzustellen, wo ich einen monatlichen Ertrag rausnehmen kann und eine Flexibilität habe, dass ich mal mehr rausnehmen kann oder das Geld mal liegen lassen kann. Und das ist jetzt etwas anspruchsvoller in der Planung und in der Umsetzung, aber es geht mit der sogenannte Etappenstrategie. Das ist ein Lösungsansatz, den wir entwickelt haben und wir im Alltag umsetzen mit unseren Kundengeldern. Wir teilen das Vermögen auf in den Verbrauchsteil und nachher kommt noch ein Wachstumsteil. Wir definieren einen Verbrauchsteil, der so hoch ist, dass er den Lebensunterhalt für die nächsten 10 Jahre sicherstellen kann. Wir machen also die Finanzplanung, wie vorhin gezeigt, sehen, was Sie die nächsten 10 Jahre für Kapital benötigen und packen das in eher sicherheitsorientierte, flexibel liquidierbare Anlagen. Um dann zu sehen, vom Gesamtanlagevermögen abzüglich diesem sicherheitsorientierten Bestandteil, was bleibt übrig? Ein Wachstumsteil, den kann ich nun etwas renditeorientierter anlegen. Der soll die Entnahmen kompensieren. In der Dynamisierung sieht das dann so aus, dass man den Verbrauchsteil sukzessive reduziert und im Wachstumsteil hoffentlich entsprechende Anwachsungen stattfindet. Auch da braucht es viel Übung und das ist etwas bewirtschaftungsintensiver. Man muss in der Lage sein, auch zwischenzeitlich mal gute Phasen entsprechend zu nutzen, um den Verbrauchsteil vielleicht wieder etwas aufzufüllen, um gut agil mit den Kapitalmärkten umzugehen. Aber das ist ein Modell, wo Sie mit dem gleichen Kapital, wo Sie die Steuerung behalten, wo Sie eine hohe Flexibilität haben, wo Sie die Anlagesicherheit selber bestimmen können. Die kann zum eigenen Vermögen angepasst werden. Und wenn die Relationen an sich passen, dann sind Sie in der Lage, nach der ersten Etappe diese zweite Etappe einzuleiten und so wieder wachstumsorientierte Anlagen umzuschichten in sicherheitsorientierte Anlagen und quasi das Modell vorzuführen. Und durch eine solche Systematik wissen Sie, ich zeige da den unteren Bereich, egal ob es hier mal eine Schwankung nach unten gibt, Sie sind nicht darauf angewiesen, jetzt hier Aktien zu verkaufen und Verluste zu realisieren, sondern für eine solche Phase haben Sie sicherheitsorientierte Anlagen in dem Block hier oben, damit die Aktien dann nicht verkauft werden müssen, weil, das werden viele von Ihnen schon so mitgenommen haben, Aktien sind nichts für einen kurzen Anlagehorizont. Und wenn Sie ein Jahr Geld anlegen, dann haben Sie eine Verlustwahrscheinlichkeit im Aktienbereich von einem Drittel. Wenn Sie Aktien länger liegen lassen und 10 Jahre oder am besten 15 Jahre anlegen können, dann haben Sie eine Verlustwahrscheinlichkeit in der Historie, aus der Historie rausgenommen von 0%. Also die auf der rechten Seite ausgedrückt, die Wahrscheinlichkeit, eine positive Rendite zu erreichen, die steigt exorbitant mit zunehmendem Anlagehorizont. Wer einen langfristigen Anlagehorizont hat, hat sogar eine Dreiviertelwahrscheinlichkeit von 6% und mehr im Aktienbereich. Und das müssen wir uns zunutze machen. Durch die Strukturierung der Etappenstrategie einen Teil nehmen für eine kurzfristige Absicherung, um dem anderen Teil genau diese Rahmenbedingungen zu ermöglichen, lange angelegt bleiben zu können. Am Ende packen wir das Ganze in ein Portfolio, was aber sehr individuell gestaltet wird, mit Anleihen, mit Rohstoffen, mit Aktien unterschiedlicher Couleur und ist abhängig davon, also die Bestückung, die
Anteile sind abhängig davon, wie Ihre persönliche Finanzsituation, der Entnahmebedarf ist, Ihre eigene Zielsetzung, Kapital erhalten oder sukzessive verzehren und wie Ihre Risikobereitschaft, Ihre bisherigen Anlageerfahrungen sind. Das sind Themen, die wir ungern einem Roboter überlassen, sondern da möchten wir gerne persönlich mit Ihnen sprechen, um die richtige Konzeption für Sie zu erarbeiten, um so die Vermögensverwaltung gut umzusetzen. Zusammengefasst, Tagesgeld braucht es, ist nicht zu vermeiden, aber bitte nur für kurzfristige Sicherheiten, für den Orientierungsparkplatz, um dann in eine andere Anlageklasse zu gehen. Eigene Immobilie jetzt hier mal außen vor, hat andere Aspekte. Immobilien grundsätzlich ja, haben einen Inflationsschutz, der jetzt heute ganz aktuell nicht so besonders wichtig ist, weil wir eher ein deflationäres Umfeld haben. Aber grundsätzlich ist das ein Aspekt, der dort wichtig ist. Es bringt eine gewisse Sicherheit mit sich, aber es bindet eben auch sehr viel Kapital. Ich habe wenig Flexibilität und das kann ich mir am besten mit Wertpapieren erarbeiten. Und am Ende des Tages ist der Königsweg eigentlich eine Mischung aus den unterschiedlichen Klassen. Der nicht für jeden Vermögensteil natürlich möglich ist, aber heutzutage gibt es viele Investitionsmöglichkeiten, wo man schon über Kollektivanlagen, ETFs, Fonds sehr breit schon mal aufstellen kann und in den unterschiedlichen Anlageklassen investieren kann, ohne dass man jetzt große siebenstellige Vermögen hat. Also die Option zu diversifizieren, sinnvoll zu diversifizieren, gibt es für jeden von Ihnen und das gilt es herauszufinden, was für Sie richtig ist. Und abschließend möchte ich gerne mit auf den Weg geben, gerade für diejenigen, die in der ersten und zweiten Phase, der langfristigen Ansparphase und Annäherungsphase sind und noch Zeit haben, Vermögen aufzubauen. Nur sparen und aufs Tagesgeldkonto legen, reicht nicht. Sie müssen den Zinseszinseffekt nutzen. Der hilft Ihnen langfristig bei der Ruhestandsfinanzierung enorm. Sie sehen hier ein Zahlenbeispiel. Ich schaue mal die Zahlen an der dritten Spalte mit 30 Jahren. Wenn ich 30 Jahre lang 500 Euro zur Seite lege, dann komme ich auf 180.000 Euro. Wenn ich alles immer auf dem Tagesgeldkonto liegen lasse und nicht verzinst bekomme, wenn ich 3 oder gar 6% langfristig erreiche, was ja eine enorm hohe Wahrscheinlichkeit ist im Aktienbereich, dann lande ich eben nicht bei 180, sondern bei 490.000 Euro oder habe ein 2,5-faches Kapital. Das ist ein wirklicher, wichtiger Helfer für die Altersvorsorge. Den müssen Sie nutzen. Lieber frühzeitig beraten lassen, was die Risiken sind, um bewusst die richtigen Risiken einzugehen. Und dann führt der Weg ins Ziel. Und sehr gerne mit uns. Wir bieten diese Dienstleistung an, dass wir konzeptionell auf Ihrer Seite stehen und kalkulieren, was für Sie nötig ist an weiterem Vermögensaufbau, wie Sie den am besten gestalten können. Und um der Altersvorsorge was Gutes zu tun, werden wir auch das erste Gespräch, das Orientierungsgespräch, auf jeden Fall kostenfrei vornehmen, dass wir Sie kennenlernen, am liebsten persönlich. Wir bieten heute mit den entsprechenden Schutzkonzepten auch persönliche Beratungsgespräche an. Aber tendenziell ist jetzt im Moment der Videobesprechungsanteil stark gestiegen, wird sich die nächsten Monate sukzessive wieder in Richtung persönliche Gespräche verlagern, schätze ich und hoffe ich. Telefonieren können wir natürlich auch jederzeit. Und da geht es darum, Sie kennenzulernen, Ihre Fragen kennenzulernen und zu skizzieren, was wir für Sie tun können im Detail. Sie wissen, wir beraten, sei das alles das Planerische, die ganz konkreten Geldanlagethemen, ein konkretes Depot, was Sie optimieren wollen, einen liquiden Geldbetrag, den Sie anlegen möchten, wenn Sie ein Unternehmer sind, ein Leiter, ein Angestellter und eine betriebliche Vorsorgelösung suchen, dann können wir mithelfen. Oder wenn Sie schon an die nächste Generation denken, an über Schenkungen nachdenken oder über die eigene Nachlassplanung, Nachlassregelungen, sprechen Sie uns ebenfalls an. Wir können Ihnen dort behilflich sein, beratend oder eben auch im Bereich des ganzen Wertpapieruniversums im Rahmen einer Bewirtschaftung, einer Vermögensverwaltung und dort nicht nur für ganz große siebenstellige Vermögen. Wir bieten unterschiedlichste Vermögensverwaltungskonzepte an für alle Größenordnungen, auch für
dem Vermögensaufbau, für das monatliche Sparen. Ich selber habe 4 Kinder und habe für alle Kinder auch diese Lösung genommen, wo ich monatlich einen kleinen Betrag zur Seite legen kann und so investieren kann, professionell, global gestreutes ETF-Portfolio zu einem günstigen Preis, ein freier Sparplan in einem ETF-Portfolio, was wir dort anbieten. Und wenn jemand entsprechend höheres Einkommen hat und viel Steuern zahlen muss, dann kann er auch, kann es auch in Frage kommen, dass er sagt, ich möchte steuerlich optimiert etwas zur Seite legen und von Aktien und ETFs profitieren, aber eben schon auf mehr Kapital, auf dem Unversteuerten, auf dem Bruttokapital, dann sind wir irgendwo bei einer Basisrente, Rürup-Rente, wo wir ebenfalls Anlagelösungen im Angebot haben, wo wir das ETF-Portfolio verwalten und sie am Ende quasi eine provisionsfreie Versicherung zeichnen, um dieses Geld im Rahmen eines Versicherungsmantels anzulegen. Wir begleiten Sie, egal in welcher Schattierung. Lassen Sie uns gerne gemeinsam herausfinden, wie wir Ihnen helfen können im Rahmen des kostenfreien Erstgespräches, ob es nachher in eine Beratung geht, wo wir einen Honorarauftrag dafür benötigen, den wir natürlich im Vorfeld ganz klar beziffern, verbindlich beziffern, oder ob es im Rahmen der Verwaltung nachher eine volumenabhängige oder eine gewinnabhängige Komponente zu bezahlen ist. Das klären wir alles nach dem persönlichen Kennenlernen. So viel eigentlich mal für den heutigen Abend, fürs Webinar. Ich darf Sie in eigener Sache, so in einem Atemzug weiter genannt, noch einmal kurz auf den digitalen, auf unsere digitale Schnittstelle und auf den Berater hinweisen, Vinz. Schauen Sie gerne im Google Play Store oder im App Store von Apple vorbei und oder klicken Sie mal auf vinzvorsorge.de. Sie haben dort auch die Möglichkeit, 7 Tipps für Ihre Altersvorsorge kostenfrei runterzuladen. Hilft Ihnen sicherlich auch schon mal weiter. Gerne helfen wir in all diesen Bereichen weiter. Und um da nochmal zum Feedback Ihrerseits zu bekommen, so zum Abschluss, bevor wir dann noch auf Fragen eingehen, würde ich gerne Frau Buch bitten, in der Annahme, dass die Verbindung steht, ob Sie bitte noch die zweite Teilnehmerumfrage mit dem Interesse der Teilnehmer einblenden könnten. Genau, die Verbindung steht. Liebe Zuschauer, jetzt sind Sie wieder gefragt. So, und zwar möchte Herr Lange von Ihnen natürlich wissen, was interessiert Sie denn jetzt nach dieser Veranstaltung am meisten? Sie haben auch hier wieder 4 Antwortmöglichkeiten und diese müssten Sie jetzt auch auf Ihrem Bildschirm sehen. Und Sie haben jetzt auch Zeit, wieder zu antworten. Das Ergebnis dieser Umfrage unterliegt aber dem Datenschutz und wird natürlich nicht eingeblendet. Ich freue mich trotzdem, wenn Sie alle fleißig mitmachen, wie auch bei der letzten Umfrage. Und eins müssten Sie aber beachten, wenn Sie Interesse an einem Gespräch mit dem VZ haben und mit Herrn Lange und bei der Anmeldung für das Webinar sich jedoch gegen die Weitergabe Ihrer Daten entschieden haben, müssten Sie VZ selbst kontaktieren, aber die Kontaktdaten bekommen Sie alle nach dem Webinar separat per Mail zugeschickt. So, jetzt hätten Sie noch ein wenig Zeit zu antworten. Und dann würde ich die Umfrage auch gleich schließen. Ich sehe, Sie machen alle sehr fleißig mit. Dann warte ich noch ein paar Sekunden. Das wird immer noch fleißig abgestimmt. Mich würde, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, interessieren, ob jetzt das, ob eines der Beratungsthemen, das ist jetzt hier nicht spezifiziert, welches genau, oder ob ein konkretes Vermögensverwaltungsthema für Sie relevant ist oder für die etwas jüngeren dann die Vermögensaufbau-Themen. Ich würde mich freuen, wenn wir das zahlreich mit Ihnen auch mal persönlich durchsprechen können, per Videobesprechung vielleicht in den nächsten Wochen. Dann haben wir alle noch mehr davon. Wir können Ihnen auch konkreter weiterhelfen, weil das Auseinandersetzen mit persönlichen Situationen, das ist ja erst das, was unseren Job nachher ausmacht, was dann Spaß macht. Und das würde man Sie auch gerne spüren lassen im Nachgang dieses Webinars. So, wunderbar. Okay, jetzt haben wirklich auch
sehr, sehr viele abgestimmt. Deswegen schließe ich die Umfrage. Sehr gut. Und dann können wir auch direkt in die Fragerunde starten, würde ich dann auch sagen. Ich übernehme ganz kurz den Bildschirm. Oh, da sind wir. Na. Genau, dann können wir auch direkt mit der ersten Frage vielleicht beginnen. Und zwar haben Sie denn gesagt, dass man unnötige Gebühren vermeiden soll. Was sind denn Ihrer Meinung nach unnötige Gebühren? Sehr gut aufgepasst und gute Frage. Es gibt Gebühren, wo ein Wert gegenübersteht, eine Dienstleistung dagegen steht. Das sind quasi gerechtfertigte Gebühren. Und es gibt Gebühren, wo dem nicht so ist, das sind vermeidbare Gebühren. Beispiele für vermeidbare Gebühren sind Ausgabeaufschläge beispielsweise. Wenn ich einen Fonds erwerben möchte und ich zum Teil 5% Ausgabeaufschlag bezahle, eben wie bei einer Immobilie, Grunderwerbsteuer etc. Das ist bei der Immobilie leider nicht zu vermeiden, aber beim Fonds sehr wohl. Wir kaufen Ihnen alle in Deutschland zugelassenen Fonds ohne Ausgabeaufschlag für Sie zum ein. Depotführungsgebühr, Kontoführungsgebühr, Transaktionskosten, das sind alles Themen, da kann man große Optimierungen machen. Es gibt Fonds, die, also aktive Fonds, die eine laufende Verwaltungsgebühr von 1,8, 1,9, 2% plus Gewinnbeteiligungskomponenten haben, wo richtig viel Geld auf der Strecke bleibt, beziehungsweise beim Fondsmanagement bleibt, in irgendeinem hohen Turm in Frankfurt. Das ist ebenfalls in der Regel vermeidbar, wenn man genauestens überlegt, in welche Sektoren ich investieren will, dann kann ich wahrscheinlich viele Kernsektoren über günstige Indexanlagen, zum Beispiel ETFs, abdecken und Spezialisten-Know-how hinzukaufen über den Fondsmanager, der dann seine 1,5% kostet, aber der einen viel geringeren Bestandteil am Gesamten hat. Das sind alles Möglichkeiten, um so etwas Kosten zu optimieren. Im Rahmen unserer Vermögensverwaltung im Übrigen, am Rande vermerkt, kommt noch hinzu, dass wir viele Investmentfonds nicht nur ohne Ausgabeaufschlag einkaufen, sondern dass wir auch institutionellen Tranchen einkaufen können und den gleichen Fonds, das gleiche Management vielleicht zu einem halben Preis oder zum Teil zu einem Drittelpreis bekommen. Das ist ein 1:1 Barwertvorteil, den Sie haben. Demgegenüber stehen unsere Vermögensverwaltungsgebühren, wo Sie aber konkret auch eine Dienstleistung, eine Betreuung bekommen, was ich unter gerechtfertigte Gebühren verstehe. Okay, und da wir jetzt beim Thema Gebühren sind, könnten Sie was zu den Kosten bei der VZ sagen? Zum Beispiel, was so ein Erstberatungsgespräch kostet? Genau, gibt es da ungefähr Richtwerte? Bei der Erstberatung kann ich es Ihnen ganz exakt sagen, das bieten wir komplett kostenfrei an. Sie müssen sich eine Stunde Zeit nehmen und wir stellen je nach terminlicher Auslastung ein, im Regelfall zwei Berater zur Seite, die Ihnen zuhören, die auf Ihre Situation eingehen, um nachher die richtigen weiteren Vorgehensweisen skizzieren und dann auch ein Beratungshonorar entsprechend veranschlagen. Aber das Erstberatungsgespräch ist kostenfrei. Die Beratung nachher, die ist wirklich abhängig vom Aufwand und nicht von der Vermögenshöhe, sondern vom Aufwand, vom Zeitaufwand. Und es kann einfache Fragestellungen geben für eine Einzelfrage, für eine Anlage von liquidem Geld, für sagen wir mal auch 100.000 Euro. Und es kann komplexe Ruhestandsplanungen geben, wo vielleicht noch eine Nachlassplanung mit gemacht wird oder eine Pflegebetrachtung gemacht wird, da untersucht wird, ob eine Abfindung bezogen werden soll, etc. pp. Das sind so Sonderbausteine, die Zeit brauchen für eine genaue Aussage. Da sind wir dann im Bereich von 2, 3, 4, 5.000 Euro. Da muss man wirklich individuell die Situation anschauen. Wichtig ist, dass Sie mitnehmen. Sie bezahlen so lange nichts, bis es nicht mit uns fix vereinbart wurde. Sie haben nie einen Kostenblock zu tragen, ohne dass Sie vorher nicht Ihr Okay dazu gegeben haben. Okay, danke schön. Und gibt es denn eine Mindestanlagesumme? Nein. Wir haben für jeden Betrag eine Antwort, eine passende Antwort.
Wir haben für den kleineren Sparer, der noch wenig Grundkapital hat oder auch noch gar kein Grundkapital hat und einfach eine monatliche Ansparung macht, haben wir eine Lösung, die sehr nahe an Robo-Advisor-Lösungen sind, aber den Vorteil haben, dass sie uns trotzdem ansprechen können, persönlich, nicht über Chatbots, sondern direkt mit dem Experten sprechen. Die bieten wir an, schon für 0,7% inklusive Mehrwertsteuer, All-In-Fee für eine professionelle Vermögensverwaltung ohne Mindestanlage mit einer monatlichen Ansparung. Und dann gibt es aber erweiterte Konzepte. Wir haben unterschiedliche zusätzliche Module ab 30.000 und 50.000 Euro. Und die richtige Vermögensverwaltung, die individuelle Vermögensverwaltung, wo wir noch persönliche Umstände anders mit berücksichtigen und wo etwas mehr Zusatzdienstleistungen inkludiert sind, die beginnen ab 150.000 Euro. Und da gibt es für nochmals größere Vermögen noch mehr Bausteine. Aber das soll illustrieren, wir haben unterschiedlichste Kunden. Wir wollen für jeden eine Antwort haben. Und dafür haben wir die Angebote auch, die Angebotspalette entsprechend aufgestellt. Okay, danke schön. Und Stichwort Robo-Advisor. Könnten Sie denn sagen, was denn der Vorteil ist, wenn man eben bei Ihnen anlegt, statt einen Robo-Advisor zu nutzen? Sehr gerne. Also der Hauptvorteil ist, Sie haben eine ganz unkomplizierte Kontaktaufnahmemöglichkeit zu Personen, zu Experten, die ein allumfassendes Expertenwissen haben. Also der Zugang zu Beratungsexpertise, der wird direkt mitgeliefert, den haben Sie ganz, ganz einfach aktivierbar. Das ist der größte Unterschied zu anderen oder zu reinen Robo-Advisern, die wirklich skalierbare Dienstleistungen machen wollen, einfach nur online, klick, klick. Das sollte bei uns eben darüber hinausgehen. Wir wollen die richtigen Weichen stellen, indem man auch da auf persönliche Expertise zugreifen kann. Gebührenseitig sind wir dort 1:1 mit dabei. Ich habe es gerade vorhin gesagt, 0,7 All-In inklusive Mehrwertsteuer. Das ist extrem konkurrenzfähig. Das gehört sogar eher zu den günstigeren. Wir bewirtschaften das Portfolio professionell, wie wir auch große Vermögen als Portfolio steuern, ohne ein Risikomanagement, was rein quantitativ gesteuert wird, sondern für diejenigen, die sich schon mehr damit beschäftigt haben, wo es wirklich um ein Core-Portfolio geht, mit Rebalancing-Ansatz, professionell aufgestellt zu robo-konkurrenzfähigen Konditionen ohne Mindestanlagesumme, also maximal flexibel. Okay, danke schön. Und könnten Sie noch sagen, bei welcher Bank das Depot eröffnet wird und was denn mit dem Geld passiert, wenn das VZ zum Beispiel insolvent gehen sollte? Klar, wir haben eine eigene Bank, also das Geld, also wir eröffnen ein Konto und Depot auf Ihren Namen bei der VZ Depot Bank Deutschland AG. Das ist eine Bank hier in München am Maximiliansplatz sitzend, eine der deutsche Bank nach deutschem Recht in der deutschen Einlagensicherung. Also auch da nochmal ein Vorteil, Sie müssen sich nicht mit einer französischen, niederländischen oder was auch immer Einlagensicherung oder estischen rumschlagen im Fall der Fälle, sondern mit der deutschen. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, im Falle einer Insolvenz vom Vermögenszentrum ist es so, wir haben ja, da muss man anschauen, was ist eigentlich überhaupt im Feuer? Und im Feuer ist immer nur Tagesgeldguthaben, theoretisch Festgelder etc., aber wenn wir Tagesgelder einsetzen und das nur als kurzfristige Parkposition nehmen, wie ich es auch referiert habe, und dann sofort investieren in ETFs, dann ist es sofort außerhalb der Haftungsmasse, der Konkursmasse und hat mit der Einlagensicherungsrisiken, mit dem Konkursrisiko vom VZ nichts mehr zu tun. Also die Wahrscheinlichkeit und die Relevanz ist enorm gering. Zumal wir, und das ist auch eine bewusste Unternehmensentscheidung, auf risikobehaftete Geschäftsbereiche verzichten. Wir sind eine reine Transaktionsbank für uns. Wir haben kein direktes öffentliches sonstiges Angebot, sondern um unsere Dienstleistungen umzusetzen. Und wir machen kein Investmentbanking, kein Eigenhandel etc. Das sind die Bereiche, wo andere Banken versuchen, das viele Geld zu machen, was aber auch das viele Risiko mit sich bringt und vielleicht das schnelle Finanzumfallen,
Wir haben eine sehr, sehr hohe Eigenmittelausstattung im Verhältnis zu dem Risikokapital, was wir da haben. Also glaube ich wirklich eine absolute Höchstsicherheit im deutschen Bankenmarkt. Okay, danke schön. Es ist kurz vor 19 Uhr, deswegen machen wir noch zwei schnelle Fragen. Und zwar wurde die Frage gestellt, wenn man denn einen Kredit noch am Laufen hat, ist es sinnvoller, erstmal seine Schuld zu begleichen oder spricht nichts dagegen, beides parallel laufen zu lassen? Spricht nichts dagegen, beides parallel laufen zu lassen. Ich möchte das als Pauschale so mal raus sagen. Meine klare Empfehlung ist, die Situation individuell kurz durchzusprechen. Aber aus meiner Sicht spricht überhaupt nichts gegen ein gewisses Fremdkapital. Wenn die Gesamtstabilität da ist und eine gewisse Verlässlichkeit auf Ihrer Seite bezüglich der Einnahmen und also dem Schuldendienst vorhanden ist, ich habe überhaupt kein Problem, mit Fremdkapital beizumischen. Im Gegenteil, das erhöht durchaus die Diversifikation und macht viel Sinn bei einem Vermögensaufbau. Okay, und dann noch eine Frage, und zwar, wie wählt den VZ die Produkte aus? Nach welchen Kriterien? Da könnte ich jetzt den gesamten Abend alleine mit der Beantwortung füllen. Sie hat mich um eine kurze Antwort gebeten. Das ist eine Herausforderung. Also wir haben 30 Leute, die nichts anderes machen als Produkte und Research. Wir verwalten insgesamt 27 Milliarden Euro an Kundengelder und das ist verteilt auf die unterschiedlichen Anlagen. Deswegen können wir uns eine entsprechende Expertise erlauben, ein detailliertes Auseinandersetzen mit den Produkten. Bei Investmentfonds gehen wir nicht nur in die Zahlen, in die Vergangenheit, sondern wir interviewen die verantwortlichen Personen. Wir haben einen direkten Draht zum Fondsmanagement, bevor wir eine Entscheidung treffen, dass wir dort Kundengelder investieren. Bei den ETFs haben wir ein spezielles Verfahren für uns entwickelt und ob wir einen ETF oder einen aktiven Fonds einsetzen, da haben wir wieder so ein Efficiency Ratio entwickelt. Da gibt es umfassende Informationen, die ich Ihnen gerne oder ein Experte von uns Ihnen mal persönlich vorstellen kann. Sehr detaillierter Produktselektionsprozess, natürlich auch bei den Einzelwerten. Wichtig ist mitzunehmen, wir haben keinerlei Eingrenzung auf einzelne Kapitalanlagegesellschaften. Wir haben kein Geld bekommen von irgendeinem großen ETF-Anbieter oder von einem sonstigen Fondsanbieter oder von irgendeiner Bank. Wir haben hier keinerlei Verpflichtungen, keinerlei Vorlieben. Das, was unterm Strich nach Kosten am meisten Sinn macht, das setzen wir für Sie ein und dafür setzen wir viel Zeit ein, weil wir werden auch an der Rendite, der Nettorendite nach Abzug aller Kosten gemessen. Und dementsprechend haben wir auch das gleiche Interesse. Fondsgebühren sind auch für uns Kosten, schmälern die Rendite, verschlechtert meine Möglichkeit, an ihrem Gewinn zu partizipieren. Und damit versuche ich, diese unnötigen Kosten zu vermeiden, zum gemeinsam besseren Nettogewinn. Ja, Herr Lange, vielen Dank, dass Sie sich auch so tapfer den Fragen unserer Zuschauer gestellt haben. Und jetzt ist leider auch schon kurz nach 19 Uhr und unser Webinar neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Liebe Zuschauer, leider könnten wir heute natürlich nicht alle Fragen beantworten, aber machen Sie sich keine Sorgen. Sie bekommen nach der Veranstaltung eine E-Mail mit allen wichtigen Infos und auch den Kontaktdaten zugeschickt. Und in der E-Mail finden Sie natürlich auch einen Link zur Aufzeichnung des Webinars. Und Herr Lange, ich würde sagen, Sie haben das letzte Wort. Möchten Sie unseren Zuschauern noch zum Abschluss was auf den Weg geben? Sehr, sehr gerne. Die E-Mail, die Sie von Finanzen.net bekommen werden, dort steht eine Kontaktmöglichkeit von uns in webinar@vzde.com. Das ist keine anonymisierte Inbox. Nutzen Sie diese gerne. Die wir kanalisieren dort dann sehr einfach systematisiert quasi die Anfragen und stellen damit sicher, dass sie kurzfristig individuell bedient werden von unserer Seite. Also nutzen Sie die Möglichkeit, unsere Expertise anzusprechen und wir helfen Ihnen sehr, sehr gerne weiter. Dort beginnt eigentlich unser Job und dort beginnt das Spaß machen. Und in diesem Sinne hoffe ich auch, dass Sie trotzdem auch schon ein bisschen Spaß hatten heute, mal eine kleine Abwechslung zum Homeschooling und zum Kochen und Küche aufräumen für eine Stunde. Finanzen, Altersvorsorge, für mich war es eine willkommene Abwechslung. Ich hoffe auch für Sie und ich würde mich freuen, wenn wir viele von Ihnen auch in
individuellen Beratungsgesprächen begrüßen dürfen in den nächsten Wochen und Monaten. Danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Bleiben Sie gesund und kümmern Sie sich frühzeitig um Ihr Geld. Ja, Herr Lange, vielen Dank. Es hat uns auch auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und auch danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und natürlich auch ein Dankeschön an Sie, liebe Zuschauer, dass Sie sich heute Abend fleißig reingeklickt haben. Und damit verabschiede auch ich mich heute. Genießen Sie alle den restlichen Abend. Sie hören mich bald wieder. Auf Wiederhören. Wiederhören. Schöne Grüße aus München.